CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey, you guys, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ich bin Zoe. Ich bin der Joker. Ich bin Rockstar, meine ich. Ja, und Rockstar hat diesen Jägerraum in der letzten Folge probiert, ist leider gescheitert. Ich bin leider gescheitert, weil obwohl, der gute Soul mich abgelenkt hat. Ja, obwohl er fast wie Batman vorgegangen ist. Ja, vielversprechend angefangen, aber zum Schluss nachgelassen. Ja, dann werde ich jetzt mal den Batman raushängen lassen. Hier sind zwei Buben. Aber ich sag mal so, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Ja. Man muss auch paar hier mal einen Abstrich machen. Das ist wohl richtig. Ja, ich krieg das nur nicht so hin mit dem Gleiten, so dass sie mich nicht sehen, weißt du? Deswegen traue ich mich da nur nicht so ganz ran. Einfach machen. Der Affe. Okay, der ist jetzt gerade nicht alleine. Aber jetzt gleich ist er alleine. Ich weiß, das, was ich hier tue, ist gerade sehr, sehr gewagt. Oh, auf jeden Fall. Der müsste sich eigentlich nur noch umdrehen. Tut er aber nicht. Aber da links, rechts neben ihm ist noch einer. Ich warte. Da ist er. Da ist er, ey, was geht? Ich schalte mal eben deinen Dude hier aus, dann passt das schon. Also es sieht so leicht aus bei diesem Soul, ne? Aber ich weiß nicht wieso. Das ist. Es kann sein, dass ohne Scheiß, das er mehrere Male die Spiele durchgespielt hat. Ohne Scheiß, das liegt einfach nur daran, dass ich so lange gezockt habe. Ja, auch guck mal, viel mehr. Was jetzt Spiele. Ja lustig ist, ne? Eben waren es ihm Leute oder was, ne? Innerhalb von Minuten habe ich die reduziert. Ja, innerhalb von 1 Minute 30. Schön. Ich bin Batman, Alter. Ich ja, bin sowas. Aber auch nur, weil du die Spiele und Maske gesuchtet hast. Natürlich. So, den hängen wir mal eben auf. Also ich kenne keinen, der halt wirklich so viel in den Spielen verbracht hatte okay, wie du. Das hat jetzt leider nicht so funktioniert. Ich dachte eigentlich, ich würde den kriegen, aber. Ja, nee, es war einfach. Zwei Leute hast du noch. Könntest den da runterschneiden und dann den anderen wieder hoch. Ach. Das wäre ja langweilig. Ah, er sieht dich. Der sieht mich nicht. Die finden jetzt gerade den ersten, den ich ausgeschaltet habe. Das ist das Lustige an der ganzen Geschichte. Ficker. Na gut, den letzten machen wir ein bisschen aggressiver. Naja. Also ich wurde Also ich gesagt. Sag mal, eine 1- ist es, weil der letzte dich gesehen hat. Ja. Und was sagt mir das Spiel? Bedrohungsstufe hoch. B. Ja, also 1-. Nee, nur eine 2. Ja, nur eine 2. B ist eine 2. Nur eine 2, aber meines persönlichen Erachtens ist es eine 1-. Okay. Eine 2+, wenn du es so haben willst. Okay. Ich bin ja heute ein bisschen gutherziger. Ja, das ist bisschen sparsamer unterwegs. Das ist nett. Ja, natürlich. Ich bin's, ich weiß. Nein, das habe ich auch gedacht, als ich es jetzt das letzte Mal gesagt habe. Dachte ihr, ich bin? So, ich sehe. Friends, assassins, welcome to our first quarterly performance review. As you can see here, Batman deaths are coming in far below projections. We are really gonna have to turn this around. And by we, I mean you. Got that, Mr. Cushioner? Just who the hell are you? I'm the guy with the money. And the gun. So, when I hire you to kill the Batman, you... Shut the hell up and kill the Batman! So do you have anything else to contribute? I didn't think so. Ein Assassin weniger. This fruitcake
ist fantastic. Anyone want a piece? All right, meetings adjourned. Get out there and kill the bat. Fireball. Move it along, big boy. No, he's coming for you now. And when he gets here, I'm going to kill him. So you wait. Well, this should be interesting. Whee! So, wir nähern uns der Stelle, wo ich persönlich gerade hänge im neuen Spiel Plus. That lift should get me up to the ceiling so I can get out of here. Maybe electrocutioner's shock gloves could restore power to this platform. So, jetzt kriegen wir die Schockhandschuhe des Electrocutioners. Dadurch kriegen wir halt mehr Durchschlagskraft. Können die halt mit Schlägen aufladen und dann können wir, wenn wir beide Sticks reindrücken, ein paar kräftigere Schläge verteilen. Nice! Was aber viel wichtiger ist, das, was wir jetzt sehen, das kennst du bereits schon, die Dinger. Mhm. So. Die Generatoren. A halten, dadurch laden wir die Dinger auf. Und dadurch können wir die Dinger dann erstmal kurzzeitig mit Strom versorgen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch schon... Wo haben wir es denn? Gucken wir mal eben. Nee, da nicht. Hier. So, das ist jetzt das letzte Upgrade gewesen. Okay, cool. Das heißt, sobald wir hier rauskommen, doch noch nicht. Eine Sache kommt noch, aber ich glaube, die brauchen wir nicht, um was zu holen. Meine ich zumindest. Naja, schauen wir mal. Ach nein, doch, brauchen wir was zu holen, aber das kriegen wir quasi im Anschluss. Electrocutioner, das Charakterprofil, warte, wo ist es? Bin ich doof? Ich möchte darauf keine Antwort, dankeschön. Da. Nein, nicht verlacken. Charakterprofile, da. Ja, der Electrocutioner ist leider hops gegangen. Verstorben. Passiert. Und da mysteriöse. Ich finde es cool, dass Joker andauernd hier überall Fenster auflässt, damit der Schnee hier reinkommt. Das verleiht dem ganzen Hotel eine richtig weihnachtliche Stimmung. Finde ich auch. Were you able to find the Joker, sir? Yes, he's in the penthouse. Im Penthouse, Bruce. Yet again? Not yet. Getting to him won't be easy. The elevators are down, and the Joker's men are everywhere. Well, I've no doubt you'll figure a way up there. So, erstmal einen Schluck trinken. Ja, tu das. Also, in dem Anschluss sind wir jetzt bei den Elevators, der Joker-Schläger. Ja. Ach, die. Joker's got all hands redecorating this fine establishment. You ever think who this is? Hi, Jungs! Ach, Scheiße. Also, eins frage ich mich, ne? Die Leute, die Angst vor Clowns haben. Warum? Also, Clowns können natürlich furchterregend aussehen, wie bei Steven. Kings S und so alles. Wird jetzt ja bald rauskommen in den Kinos. Ja. Und ja. Vielleicht haben die Leute Angst vor Clowns wegen dem Joker. Da glaube ich nicht. Also es gibt schon furchteinflößende Clowns. Guck mal hier. Aber jetzt nicht so heftig, finde ich. Lucky for you, your dear friend Bane just refused to start the meal without you. Apparently he prefers his dishes served cold. Okay. Weil zum Beispiel den Joker, wie sie den geschaffen haben, ist das halt eine sehr interessante Person, weil man so wenig über ihn weiß, aber auch trotzdem so viel über ihn weiß. Wie er agiert, wenn man die Comics gelesen hat und. Nee, das auch daran lässt sich nicht ablesen. Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Man hat einen Bezug zu ihm, aber auch nicht. Man weiß halt nur sozusagen, wie ich das interpretiere, dass der Joker Batmans Gegenpart ist. Ja. In dem Sinne. Da ist gerade ein Aufzug abgestürzt. Es war nicht unsere Schuld.
Schön. Hier dürfen wir auch wieder das Aufladespiel spielen. Es erinnert mich irgendwie an Crank 2. Ja. Ein bisschen, ne? Ja. Hast du. Gib mir mal Starthilfe. Zack. Wo ist meine Erdbeertorte? Wobei ich muss immer noch sagen, die erste Hütte fand ich viel geiler. Ja. Du hast eine eiserne Latte. Check. Muss ich nachgucken. Check. So geil gewesen. Sag mir nicht, dass du die ganze Spritze reingehauen hast. Check. Du hast dir die ganze Spritze reingehauen. Ja. Ja, das ist auch so ein Film. Tschüss. Den hätte er auch ein dritter Teil verdient. Also da hat Jason Statham für mich seine Glanzrolle gefunden. Ohne Scheiß. Weil so abgedreht, wie er ihn verkörpert hat, Chef Chelios. Ey, das war geil, fand ich. Also, die Filme gucke ich mir bis heute noch super gern an. Ich weiß noch, dass ich damals, wie alt war ich? Ich glaube 13 oder 12, wo der zweite Teil im Kino war. Und ich habe den Trailer im Fernsehen gesehen. Da war das Fernsehen noch gut und da wollte ich unbedingt ins Kino rein, aber die haben mich nicht gelassen. Ja, natürlich nicht. Jetzt verstehe ich auch warum, aber damals habe ich das nicht verstanden. Da siehst du, wie wir sie elektrifiziert haben. Die spielen hier echt kranke Spiele. Ach, ein Zeitvertreib. Ein wenig. Hey, was geht? Please, don't hurt me. I won't. I'm here to help. Okay, please. Please, they've got my friends. Holding them hostage in the overview bar. Where is that? The suspended bar, between the towers. Da war was. Wieder jede Menge Geschenke vom Joker. Wrapped in about 400 pounds of muscle. Wie nett. Wie nett. Wenn ich sowas immer sehe, da fällt es mir schwer zu glauben, dass der Joker nicht plant. Ja. Ich glaube, natürlich hast du es gerade jetzt nicht gesehen. Sehr schade. Aber ich will die Überraschung nicht verlieren. Ich zeig dir nur mal das da oben. Okay. Achterbahn. Oh, crap. Oh, Mist. Statt zu schießen erstmal. Oh, Mist. Someone's about to get shot. Jemand wird gleich erschossen. Wuhu! Like the one getting shot is you. Oh, this is unfortunate. For you, I mean. For me, it's soul entertainment. Your move, Bree. Er ist wieder so ein Capoeira-Typ. Hi. Ach, hast du übrigens das Titelbild gesehen oder beziehungsweise das Poster zu dem The Batman Film? Nein. Der 2019 jetzt angekündigt ist. Da sieht man halt auf dem Poster eigentlich nur ein Teilvisage, also ein Teilporträt vom Joker. Ich weiß nicht, ob das Jared Leto ist. Ich denke mal nicht, weil der Joker komplett anders aussieht als Jared Letos Joker in dem Sinne. Halt, und er hat so einen halb abgebissenen Batarang vom Mund sich gehalten und das soll andeuten, hier das Joker-Lachen mit der Schminke so ein bisschen so, weißt du? Und muss ich ja gleich mal zeigen. Sieht ganz interessant aus, aber natürlich kann man noch nichts auf den Film schließen, worum es geht und so. Also vielleicht wird der Joker ja auch wieder. Was ich ja sehr geil fand an Batman vs. Superman, diese Kampfszenen von Batman im Film, ja, die sahen voll aus wie aus einem Spiel. Ja, zum Beispiel aus diesem Spiel. Gab's ja auch schon. Es gibt ja auf YouTube einen,
Ja, hast mir mal gezeigt. Der hat dieses Freeflow drüber gelegt, ey, so geil, ne? Es passt einfach, ne? Ja, klar passt das, aber bei Batman wie Superman fand ich den Film echt ermüdend, ne? Dass er kam ja erst so anderthalb Stunden, wo er schon lief, erst aus dem Quark, so, weißt du? Ja. Weil sie halt viel mit Metropolis reingenommen haben und. Aber ich fand das irgendwie sehr ermüdend zu gucken. Das hat mich jetzt nicht so besonders gereizt. Natürlich, ein paar Passagen fand ich extrem geil, aber halt der komplette Film, der war für meines Erachtens nicht gut. Man ist ja auch mittlerweile verwöhnt durch zum Beispiel DC, durch zum Beispiel Marvel. Ne? Ja, also, ja, klar. Ja, obwohl Marvel irgendwie sich in den letzten Jahren jetzt mit den Avengers-Filmen und so sich irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Da kommen wir natürlich noch nicht hin. Natürlich nicht. Die Freeze-Granate fehlt uns noch. Nö, beziehungsweise die Klebstoff-Granate. Ja, die kriegen wir, wenn wir das nächste Mal im Batcave kommen. Deswegen, danach können wir quasi suchen, bis der Arzt kommt. Ja, klar. Ach, scheiße. Genau, hier musste man das Ding aufmachen. Speichern, sehr gut. Was ich zu den Marvel-Filmen sagen wollte, es ist einfach so, die haben sich nicht satt gesehen, aber jeder Teil fühlt sich ein bisschen gleich an. Sollte natürlich vielleicht so sein, so, aber zum Beispiel so Teile wie Doctor Strange, die in dem Universum mit eingebunden sind, fand ich halt wieder ein bisschen visuell ansprechender. Sind nicht eingebunden, die gehören einfach dazu. Das ja, die gehören ja, einfach dazu, das klar. Das ist ja am Ende von Strange, siehst du ja Thor. Ja, das ist ja der. Ja, das meine ich ja mit eingebunden. Jeder Film ist für sich da, aber auch als Ganzes zu sehen. Also wer nur einen der Filme geguckt hat, ganz ehrlich, ohne Scheiß, der hat das System nicht verstanden. Der hat das System nicht verstanden, natürlich, aber dieses Marvel Cinematic Universe war ja erst mit Avengers 2 wirklich klar. Nee, war schon vorher. War schon vorher, aber für mich war es erst mit Avengers 2 klar. Nee, das war schon, also es war schon weit vorher klar. Aber hier muss ich ja noch dazu sagen, also Leute, die sich nur einen Marvel-Film angucken, ne, das sind Leute, die gehen nach McDonald's und holen sich Salat. Ja. So ungefähr. Die Leute, die das machen, haben das System nicht verstanden. So, da können wir nicht raus. Wenn wir es probieren, dann tut er so, als würde ihn der Schneesturm plötzlich stören, obwohl er die ganze Zeit draußen rumgeistert. So wie da jetzt. Da bin ich mal gespannt, was Homecoming so von sich bringt. Tony Stark will, glaube ich... Ich weiß nicht, ob Iron Man eine zu große Rolle in dem Film einspielen wird. Weißt du, was ich meine? Dass halt Spidey ein bisschen untergeht. Das ist meine größte Befürchtung. Nö, der wird ja nur da sein und wird dann sagen, hey, machst du gut und dann... Ja, Tony Stark wird sozusagen als Mentor agieren. Ja, aber ich denke, Iron Man Action wirst du da nicht sehen. Ja, doch schon. Nee, wie der Trailer doch auch schon ein bisschen gezeigt hatte. Das wird eine, zwei Szenen sein, das war's. Ja, das glaube ich, da glaube ich nicht, noch nicht richtig, von. Nicht richtig Iron Man Action. Ja, glaube ich nichts von, weil... Tony Stark, beziehungsweise der Schauspieler, wie heißt er jetzt nochmal? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. sich, glaube ich, nicht drauf eingelassen hätte, wenn er keine größere Rolle bekommen hätte. Weil er zu, sagen wir mal, 60% nicht im Film wäre. Doch, wenn du überlegst, zum Beispiel beim Hulk-Film hat er nur die Endszene. Ja, klar, aber das ist wieder was anderes. Finde ich nicht. Das ist so, als würdest du in einem Film ein, zwei Szenen haben. Finde ich. Ja, wir werden sehen, was das bringt. Aber wie gesagt, das ist halt nur meine Befürchtung. Muss ich natürlich nicht bewahrheiten, ne? Aber ist halt so, womit man rechnen müsste. Ich würde dazu tendieren, dass Tony Stark in etwa die Größe an Rolle kriegt, wie Spider-Man sie in Civil War bekommen hat. Das könnte auch durchaus möglich sein. Ja, aber das ist ja dann nur, weiß ich nicht. Spidey ist ja... Nicht mal, der ist 10 Minuten oder so ist der dann dabei. Also war der dann dabei. Klar. Aber das war ja auch ihm einzuführen in der Cinematic Universe. Sozusagen. Weil ja die Rechte ja immer noch bei Sony liegen und Sony... Nee, mittlerweile liegen die Rechte ja nicht mehr bei Sony. Deswegen gibt's ja auch keinen dritten Amazing Spider-Man Film. Obwohl der eigentlich ja gemacht werden sollte, weil Andrew Garfield ja eigentlich bis Teil 3 oder 4 hatte der auf jeden Fall einen Vertrag unterschrieben. So, jetzt will der Joker wieder Spielchen mit uns spielen. Ja, warte, das kriegen wir noch hin. Und da kam ja ganz plötzlich so dann dieses, nee, doch nicht,
Teil 3 wird nicht kommen und das war dann der Moment, wo Marvel quasi die Rechte zurückgekauft hat. So, da unten werden die Leute gegrillt. Das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen gehen wir mal eben hier rein und schließen mal eben das scheiß Ding hier kurz. Klopf, klopf. Nein, klopf frisch. Ich gebe dir auch gleich klopf frisch. Klopf, klopf. Ja, er ist schon ein bisschen krank, unser Joker. So, ja. Warte, ich will nochmal eben schnell oben in den Raum reingucken, ob da vielleicht noch was ist. Aber ich glaube nicht. Aber da bietet sich so ein bisschen an, dass hier irgendwo so ein grünes irgendwas rumeiert. Nö. Okay. Ja, dann sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Batman Arkham Origins. Bis denn, tschüss. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.